Hallo beim Fiederfuchs und der neuesten Ausgabe von Sammeln, aber was und wie? Heute möchte ich euch das Sammeln von Stempeln näher bringen. Die naheliegendste Möglichkeit ist hier natürlich das Sammeln der Stempel eures Heimatortes. Ihr könnt den Schwerpunkt eurer Sammlung natürlich auch auf eine bestimmte Epoche, zum Beispiel der DDR-Zeit, legen. Eine weitere Möglichkeit ist das Sammeln einer bestimmten Verwendungsart, wie zum Beispiel Poststellen oder Bahnpoststempeln. Auch Poststempelarten bieten zum Beispiel mit dem Freistempeln ein unerschöpfliches Sammelgebiet. Natürlich könnt ihr eure Sammlung auch thematisch aufziehen und Stempel mit Tier- oder Zoomotiven sammeln. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Nun möchte ich euch auf eine Stempelsammlung eines kleinen mecklenburgischen Ortes mitnehmen. Von den ersten zwei Zeilen Stempeln geht es über einfache Einkreis-Rundstempel zu Kreisbrücken- und Kreisstegstempeln. Hier ist zu beachten, dass die angegebenen Verwendungszeiträume nur die bisher bekannten sind. Macht euch doch auch auf die Suche und schaut, ob ihr neue Früh- oder Spätdaten entdeckt. Auch Ersatzstempel, Notstempel und Nebenstempel sind mitunter noch nicht bekannt und warten darauf, entdeckt zu werden. Ihr seht also, selbst bei einem kleinen Ort wie Marlow gibt es schon und auch weiterhin eine Menge zu entdecken. Ich hoffe, ihr habt einen ersten Einblick in das Thema Stempelsammlung am Beispiel einer Ortssammlung bekommen und nun vielleicht selber Lust, eine solche Sammlung anzulegen. Stempeldatenbanken und Bücher helfen euch dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und weiter viel Spaß beim Sammeln. Euer Fiederfuchs.